Hello Friends und willkommen zurück zum nächsten Karriere-Part. Wir machen weiter in der aktuellen Transferperiode. Wir haben uns ja jetzt hier nochmal mit der Teamzentrale beschäftigt, denn der eine oder andere Spieler will nicht verliehen werden. Deswegen habe ich jetzt überlegt, die auf die Transferliste zu setzen. Hier, Will zum Beispiel, der wollte die Leihe nicht annehmen, deswegen kommt er direkt auf die Transferliste. Und der gute Mai, Lars Lukas Mai, kommt jetzt ebenfalls auf die Transferliste. So machen wir das. Und jetzt machen wir weiter. Wir haben ja gesagt, diese Episode werde ich mich wieder um die drei Transfers kümmern, die ich in der letzten Episode nicht zustande bekommen habe. Und ja, da ist ja auch ein kranker Transfer bei mit niemand geringeren als Neymar Junior. Und ich denke, wir sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir ihm jetzt wieder ein Angebot machen können, glaube ich. Wir gucken mal. Doch, wir können bei Neymar wieder angreifen. Beim letzten Mal sind wir bei 170 Millionen gescheitert. Wir schlagen wieder den Kauf vor und starten diesmal mit einem Angebot von 145 Millionen, würde ich sagen. Transfersumme. 100. 4. 5. Angebot absenden. 195 Millionen ist das Gegenangebot. Okay, wir gehen direkt hoch auf 171. Komm. Bietet jetzt schon mehr als beim letzten Mal. Und diesmal kommen sie uns nicht mal mehr entgegen. Uff, 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 uff. Immer diese Sturköpfe. Wir gehen schon wieder hoch auf 181 Millionen. Okay, wir benötigen etwas Bedenkzeit. Ich merke schon, bei Neymar wird das kritisch. Nächstes Angebot ist hier an Marc Roca und Espanyol Barcelona. Da haben wir uns ja eigentlich geeinigt, ne? Aber er hat halt bei den Vertragsverhandlungen hat er dicht gemacht, der gute Marc Roca. Wir bieten 18 Millionen. Wir fangen wieder so an wie beim letzten Mal. 23 Millionen wollen sie haben. Wir gehen auf 21. Einmal gucken. Okay, das ist ein faires Angebot. 21 Millionen für Marc Roca und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir beim letzten Mal gescheitert sind. An der Vertragsverhandlung. Teamrolle sporadisch akzeptieren wir. 5 Jahre Vertrag akzeptieren wir ebenfalls. Wenn ihr mir alles so vorgebt, wäre ich richtig zufrieden. So, jetzt haben wir auch eine Gehaltsforderung von 67.000 Dollar die Woche. Euro. Sorry. Und das akzeptieren wir einfach, damit wir hier nicht wirklich viel verhandeln müssen. Fertig aus. Einfach akzeptieren. So, bei Konaté können wir auch noch nicht. Da haben wir selbst die Verhandlung abgebrochen, weil mir die Taktik des Managers von Leipzig einfach auf den Sack ging. Der wollte mehr haben, als die Freigabesumme für den Spieler ist. Deswegen werden wir einfach gleich die Freigabesumme ziehen. PSG hat das Angebot für Neymar Junior akzeptiert. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier in die Vertragsverhandlung rein. Neymar will 290.000, hat aktuell ein Wochengehalt von 290.000. Wir gucken mal, was unser Topverdiener aktuell im Verein ist. 200.000 mit Lewandowski. Neymar wäre der absolute Topverdiener. Ich meine, wenn er im Real Life, was halt nicht passieren wird, aber gehen wir mal in der Theorie davon aus, er würde zu Bayern wechseln im Real Life, dann wäre er auch der Topverdiener. Safe, 100%. Aber das passt halt einfach komplett zur Philosophie vom FC Bayern nicht, so einen Deal im Real Life abzuschließen. Aber, weil wir hier nicht im Real Life sind, sondern beim FIFA 19 Karrieremodus, können wir sowas realisieren. Und begrüßen Neymar bei uns im Büro. Es gibt eine Menge zu besprechen. Beginnen wir damit, welche Rolle Neymar Junior. Ich denke, wenn ich jetzt hier wichtig gebe, dann sagt er direkt, hör mal, wir müssen hier Schlüsselspieler geben. Das entspricht genau unseren Vorstellungen. Vertrag, machen wir einfach 5 Jahre. 3 Jahre. Du, ganz ehrlich, ja, nehmen wir an. Freigabesumme übergehen. Jetzt will er Gehalt. Mit was? Was mache ich denn jetzt bei Gehalt? Gebe ich ihm genau das?
Oh. Ich wollte ihm 290 Millionen an Gehalt geben. Ah, ein bisschen übertrieben wäre das. Gehalt 290.000. Das ist ein faires Angebot, mein Klient ist damit zu... Ich habe wahrscheinlich viel zu viel angeboten. Ich hätte ihm auch deutlich weniger geben können, glaube ich. Aber ich hatte halt keinen Bock, dass das irgendwie scheitert. Deswegen habe ich einfach 290.000 die Woche geboten, wie PSG halt. Und deswegen können wir einen absoluten Star-Transfer hier beim FC Bayern begrüßen mit Neymar Jr. Und ich werde hier eine Formation probieren, und zwar mit Havertz auf Außen und Neymar als ZOM. So werden wir das mal ein bisschen testen und gehen weiter im Kalender. Live von Abuja abgelehnt. Transferangebot für Sané von Manchester City. Na, schau mal da, wer Sané wieder back haben will, ne? Nach einem Jahr kommt Manchester City wieder an und will Sané haben. Aber, mein lieber Pep, das Angebot lehnen wir ab. Sané wird hier nicht verkauft. Ich meine, wir haben jetzt Neymar gekauft und wir haben immer noch ein Transferbudget von 175 Millionen. Marc Rocker haben wir ebenfalls schon gekauft. Und jetzt gucken wir, ob wir bei Konaté nochmal... Ne, können wir noch nicht. Die Frage ist, sollen wir noch einen Timo Werner holen oder nicht, damit wir zwei krasse Stürmer haben für eine Saison. Transferangebot für Will. Die bieten uns 850.000. Nehmen wir an. Nehmen wir an. Und wahrscheinlich wird der Transfer nicht zustande kommen, weil die sich nicht einigen bei der Vertragsverhandlung. Transferangebot für Mai. 1,6 Millionen. Das ist ein gutes Angebot von FC Brentford. Nehmen wir an. Mal gucken, ob die sich einigen. So. Trainingseinheit. Wir nehmen Früchte raus. Und dafür kommt Marc Rocker. Abwehrszenarios-Experte. Alles simulieren. Bei Davis müsste ich eigentlich auch die Trainingseinheit von Angriffsszenarios auf eine defensive Taktik bzw. Trainingseinheit umstellen, weil ich den ja als Linksverteidiger mehr oder weniger umschulen will. Gehen wir wieder rein bei Konaté. Wir zahlen diesmal einfach die Freigabesumme, damit die uns hier nicht mal komplett verarschen können bei Leipzig, und gehen direkt rein in die Verhandlungen, in die Vertragsverhandlungen. Rolle im Kader sporadisch. Yes, nehmen wir an. Machen wir 5 Jahre. Hatten wir uns so vorgestellt. Nice. Keine Freigabesumme. Das akzeptiere ich. Kommen wir zur Gehalt. Zur Gehaltssache. 32.000 kriegt er aktuell bei Leipzig. Weißt du was? Einfach 50.000 bieten. Wobei... Da hat er nicht. Und 500.000. Ne. 500.000 bei 15 Einsätzen. Komm. Das ist ein faires Angebot. Nice. Gucken, ob er die 15 Einsätze überhaupt bekommt dieses Jahr. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Und ja, damit haben wir die drei Transfers, die ich tätigen wollte in der letzten Episode, diesmal abgeschlossen. Wir werden jetzt hier weiter simulieren. Am 11. August ist dann auch das Finale des deutschen Supercups gegen Eintracht Frankfurt. Transferangebot für Will. Diesmal von FC Zürich. Nehmen wir halt nochmal an, weil er sich mit der anderen, mit Aalborg BK auch nicht einigen konnte. Nice. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir werden gleich das Supercup-Finale spielen. Wie gesagt, Finals spielen wir immer selber. Und das ist ein Finale. Deswegen werden wir die nächste Episode auch noch in der Transferperiode sein. Das bedeutet, dann kann ich auch wieder auf Kommentare eingehen. Also, wenn ihr der Meinung seid, wir müssen noch irgendeinen Transfer unbedingt tätigen, haut es in die Kommentare. Bei der nächsten Episode kann ich nämlich darauf eingehen und versuchen, das auch so umzusetzen. Das kurz dazu, und wir kriegen hier wieder ein Transferangebot für Will. Diesmal 840.000 geboten von Piers Gleiwitz. Okay. Ob der sich damit zufrieden gibt. Naja, schauen wir mal. Jedenfalls bin ich soweit schon zufrieden. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr starken Kader. Aber wenn ihr sagt,
Da muss noch irgendeiner nachgekauft werden. Wir haben noch immer ein Transferbudget von 150 Millionen. Da ist noch was möglich. Also, wie gesagt, haut es in die Kommentare. Mai wurde verkauft. Ich wünsche dir nur das Beste, mein Lieber. Und jetzt gehen wir rein ins Match gegen Frankfurt und spielen daheim im Supercup. So, und da ist er auch schon. Neymar Junior, unser Top-Transfer in diesem Sommer. Und wird hier sein Debüt geben gegen die Eintracht aus Frankfurt. Im Supercup, im deutschen Supercup spielen wir gegeneinander. Und zwar, weil Frankfurt in der Liga Zweiter geworden ist. Stimmt. Die waren auch nur 3 Punkte hinter uns, ne? Wir haben uns mit Frankfurt echt einen Pfeil abgeliefert. Und jetzt müssen wir versuchen, hier den Supercup zu holen. Letztes Jahr haben wir im Supercup verloren. Das war direkt unser erstes Finale. Und hier verkacken wir die Schusstäuschung mit Havertz. Und genau so denke ich mir auch gerade. Mann, was habe ich da gemacht? Boah, Kimmich. Und da ist Neymar Junior. Neymar hat die Nummer 15. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ändern mit der Trikotnummer. Neymar. Castillejo haben die. Ah, den hatten die schon letzte Saison, ja. Aller! Und da ist der erste Schuss des Spiels durch Aller. Der im Real Life ja zu West Ham United wechselt. Goretzka. Goretzka auf Havertz. Havertz. Zum 16er. Havertz. Schön gemacht. Thiago! Da wollte ich aus der Drehung schießen. Und das ging ja mal sowas in die Hose. Das ist Thiago auf Lewandowski. Havertz direkt. Havertz direkt. Und er ist drin. Havertz auf rechts außen mit seinem starken linken Fuß. Kann halt genau sowas machen. Und der war halt einfach perfekt, ne? Der Schuss. 1-0 durch Kai Havertz. Weil der geht halt an den Pfosten und rein. Da machst du halt nichts. Ohne Gesundheitstime Finishing. Drin das Ding. Nice. Und damit gehen wir hier 1-0 in Führung im Supercup. Sissoko haben die sich auch noch geholt. Jetzt aufpassen. Konter hier durch Kostic. Kostic. Legt ab auf Gacinovic. Gacinovic auf Kostic. Und der macht das 1-1. Locker trocken. Reingesemmelt das Ding. Das war mal ein Konter aus dem Lehrbuch. Ne? Legt nach hinten. Doppelpass. Süle läuft ins Niemandsland. Und da steht es hier 1-1. So schnell geht's. Neymar auf Lewandowski. Der zurück auf Neymar. Neymar, La Croqueta auf Leroy Sané. Kommen wir direkt nach Anschluss wieder. Leroy Sané, La Croqueta. Thiago, Neymar. Neymar, Neymar kommt, um genau sowas zu machen. Aber dann verzieht er doch. Leroy Sané mit der Ecke auf den ersten Pfosten. Dort ist Robert Lewandowski, Latte. Und das ist De Ligt. Der da aus 3 Metern über das leere Tor schießt. Das ist De Ligt. Gute Balleroberung. Jetzt im Zusammenspiel mit Thiago. Schaltet sich mit vorne ein, De Ligt. Schickt mal Leroy Sané. Gut. Leroy. Gegen Castillejo. Zurück in den Rückraum. Das ist Lewandowski. Auf Neymar. Der nimmt den Volley. Genau auf den Torwart, der übrigens Begovic ist. Also Chancen im Überfluss. Und wir machen ihn nicht rein. Jetzt Leroy Sané wieder. Ecke. Da ist Süle diesmal am Seitenpfosten. Süle. Havertz. Goretzka. Thiago. Goretzka. Havertz. Neymar. Neymar. Mit dem El Tornado an den Pfosten. Guck mal auf die Zeit oben. Es ist schon die 50. Minute, obwohl nur 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden. Und trotzdem geht der Ball nur an den Pfosten. Obwohl es die 45. Minute. Schade. Thiago. Auf den ersten Pfosten. Leroy Sané. Leroy Sané. Grünes Time Finishing. Und drin das Ding. Leroy Sané macht es hier eiskalt und trocken. 2-1. Die Dinger, die immer schön herausgespielt sind im 16er, die waren bisher nicht drin. Aber die Distanzschüsse, die sitzen. Das ist FIFA 19. Zeit für Wechsel. Wir sind fast in der 60. Minute. Leroy Sané kommt raus. Dafür kommt Coman rein. Tolisso kommt für Thiago. Und
Gnabry kommt für Neymar und dafür kommt Havertz in die Zentrale. Gnabry rückt rechts raus. So, und da kommt der Dreifachwechsel. Debüt von Neymar. Hatte sehr, sehr viele gute Situationen, aber hat auch dicke Chancen liegen lassen. Ne? Kai Havertz, Lucas Hernandez auf Coman, der ja auch frisch in der Partie ist. Coman, ganz, ganz viel Tempo. Einfach flach rein, da ist Gnabry sehr, sehr schön gespielt. Lewandowski mit dem Nachschuss aus der Drehung. Und das meine ich. Spielt dir eine Chance sehr, sehr gut raus. Geht sie nicht rein. Da fehlt einfach dann der Longshot. Kostic, verfolgt von De Ligt. Der macht das sehr gut. Der macht das überragend. Dann Goretzka auf Gnabry. Ganz, ganz viel Tempo bringt der Junge mit. Zweiter Pfosten ist Coman. Und der nimmt den Volley. Und schießt einfach nur den Keeper an. Ne? Der musste nichts machen. Der stand einfach nur da. Kingsley Coman. Kingsley. Und das war's. Der Pass auf Tolisso kommt nicht durch. Der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen den ersten Titel in der neuen Saison. Das ist der deutsche Supercup. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Haben wir den beim letzten Mal auch gewonnen? Oder nicht? Wir haben gegen Frankfurt auch letzte Saison gespielt im Supercup und haben verloren, glaube ich. Ja. Das war jetzt hier eine Wiederholung des letztjährigen Supercups. Und diesmal haben wir das Ganze für uns entschieden. Niklas Süle ist unser Capitano. Stemmt den Pokal hier in die Höhe. Und nice. Das ist unser erster Titel in der neuen Saison. So kann es weitergehen. In der nächsten Episode, wie gesagt, kann ich dann auch wieder auf die Kommentare eingehen. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, die wir in diesem Transferfenster noch machen sollen, dann schreibt es in die Kommentare, liked die Kommentare, die euch gefallen, auch gegenseitig hoch. Ich bin raus, verabschiede mich von dieser Episode. Peace out und ciao, Freunde.